Herr Schweigert, Sie sind jetzt in Ihrer ersten Legislaturperiode. Nehmen Sie es doch zur Kenntnis, dass manche Dinge eben einfach ein bestimmtes Verfahren haben in diesem System. Und fangen Sie nicht an, hier Beschuldigungen aufzustellen, die wirklich an den Haaren herbeigezogen sind. Ich habe Ihnen schon gerade Beispiele gegeben. Und ich finde, wir können da sinnvoll drüber diskutieren. Es ist doch gar nicht so, dass man sagen muss, wir hätten... Können Sie jetzt mal die... Ich denke, ich würde Ihnen das gerne noch mal verständlich machen. Wir wollen... Können Sie dem jetzt nicht mal sagen, dass er ruhig sein soll? Also, wir kennen Sie natürlich, Frau Kollegin. Sie haben es noch immer geschafft, sich auch durchzusetzen. Aber natürlich hat die Rednerin recht. Die hat zumindest recht, dass sie das Recht hat, dass alle ihr zuhören. So, Herr Kollege. Bitte schön, Frau Kollegin Zypris, Sie haben das Wort. Sie brauchen nicht zuzuhören, Sie sollen nur nicht zwischenreden. So, also, mir geht es nur darum, Ihnen das nochmal zu erklären mit den Marktwächtern. Was wir wollen, ist, dass diese Marktwächter eine Funktion übernehmen als Sensor und als Frühwarnsystem für systemische Verbraucherprobleme. Es geht nicht um das individuelle Verbraucherproblem, sondern es geht um systemische. Und das kann ich Ihnen mal schön an einem Beispiel deutlich machen, nämlich am Energiemarkt. Wir wollen natürlich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher durch einen Anbieterwechsel, ich lasse keine Zwischenfrage zu, durch einen Anbieterwechsel den Wettbewerb am Energiemarkt ankurbeln. Intervention, unser Kollege Dr. Erik Schweigert. Herr Präsident, vielen Dank. Frau Kollegin Zypris, Sie sagen zwar, Sie lassen keine Zwischenfragen zu und der Kollege soll irgendetwas halten, aber ich möchte jetzt doch in einer Kurzintervention Sie fragen, ob Sie mir zustimmen, dass im Telekommunikation von dieser schwarz-gelben Bundesregierung steht, dass, da gebe ich Ihnen recht, der automatisierte Dialog, sofern er zur Bearbeitung des Anliegens dient, etwas kosten darf, aber die nachgelagerte Warteschleife bei zeitabhängigen Tarifen nichts kosten darf. Sind Sie mit mir einig, dass das im Gesetz steht und dass das, was Sie gerade eben gesagt haben, nämlich dass es was kosten würde, falsch ist, das Erste? Und das Zweite, Frau Zypris, hätte ich von Ihnen mal gerne gewusst, ob Sie diesem, ich meine, das kann man Ihnen nicht vorwerfen, Sie haben sich bisher die Verbraucherpolitik, diese Diskussion nicht verfolgt, Sie waren nicht im Ausschuss, wenn Sie jetzt mir sagen, dass das, was immer auch von Seiten der Opposition gespielt worden war, nämlich Marktwächter heißt in der Definition schnüffeln, bellen, beißen. Ist das Ihre Vorstellung von einem Marktwächter? Das würde mich doch schon mal interessieren. Frau Kollegin Brigitte Zypris, Sie haben die Möglichkeit. Bitte schön. Ich kenne leider den Text des Telekommunikationsgesetzes nicht auswendig. Ich weiß nur, dass seit ich als Verbraucherschutz zuständig im Kompetenzteam vom Fair Steinbrück hin, mich 50 Leute angesprochen haben auf diese Nummer mit diesen Mails, mit diesen Anrufen und diesen neuen Warteschleifen. Und alle sagen, da liegt eine erneute Umgehung vor. Und ich habe keinen Zweifel daran, das zu glauben. Und wie der Kollege Kälber richtig darauf hinweist, ist es bereits bei der Bundesnetzagentur anhängig. Und mir ging es doch nur darum, Ihnen zu sagen, seien Sie doch nicht so selbstgerecht, sondern anerkennen Sie doch, dass alle versuchen, bestimmte Veränderungen zu machen und dass man aber an vielen Stellen im Gesetz immer wieder nachjustieren muss. Und das Beispiel von den Mitternachtsnotaren, wo wir damals was gemacht haben, wo Sie jetzt nachgebessert haben, ist doch das beste Beispiel davon, dass man immer wieder die Leute versuchen, sowas zu umgehen. Da kann man sich doch darauf verständigen. Das ist doch gar kein Problem, oder? So, im Übrigen würde ich gerne zu den Marktwächtern noch sagen, nein, das, was Sie, wie Sie das auslegen, diese Bs, so bezeichnen wir das nicht, sondern wir sagen, die Marktwächter sollen beobachten, sie sollen beraten, sie sollen bewerten und sie sollen bekämpfen und sie sollen auch beteiligen. Und beteiligen nehme ich die Aufsichtsbehörde. Bekämpfen tut man schon, indem man Öffentlichkeit herstellt in vielen Bereichen. Insofern ist das eine Vorstufe, wenn Sie so wollen, und ist auch das, was Verbraucherberatungen heute schon tun. Denn es funktioniert ja heute auch schon eine Menge in der Selbstregulation. Vielen Dank, Frau Kollegin Zypris. Ich schließe nun die Aussprache.